Eigentlich sollte das Fockers Bankgeheimnis werden, aber man sieht, die Bank ist vereist, schmutzig, da werde ich mich jetzt nicht draufsetzen. Das nächste Mal muss ich wieder ein Handtuch mitnehmen oder so. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Mit Anti-Wind-Mikrofon. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Jahreshauptversammlung, Jahresabschluss vom Kanal Fockmocker. Ich wollte eigentlich diese Richtung drehen. Ich zeige es euch mal, weil es viel schöner ist ihr wisst, was ich meine. Vielleicht geht es trotzdem. Schauen wir mal. Ja, da ist der, das geht nicht, weil die Sonne zu schräg ist oder zu weit nach hinten kommt und dementsprechend will ich das so nicht haben. So ist, glaube ich, besser, auch wenn es schöner wäre auf der anderen Seite. So, hinter mir der Wald, vor der Kamera ich, der Focker. Ja, es geht ins zweite Jahr, oder das war das zweite Jahr. Der Kanal, der ist ja seit 2014 schon online, aber die ersten, ich sage mal, 3 Jahre war eigentlich nicht viel. Es war einfach so, habe ein bisschen rumexperimentiert und ein paar Videos reingestellt, so für mich ein bisschen. Und seit 2017 ging es dann richtig los mit dem Kauf von meinem ersten E-Auto. Und im ersten Jahr, das erste halbe Jahr von Mitte 2017 auf Anfang 2018 waren wir, ich glaube im Februar waren wir 100 Abonnenten. Ende 2018 waren wir schon irgendwo um die 2. Jetzt sind wir um die, ich glaube, 3650. Können wir da nochmal nachschauen. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich ja auch ein Abschiedsvideo gemacht vom Jahr. Da haben wir im Endeffekt den Kanal ein bisschen resümiert. Auch wenn man das vielleicht so gar nicht sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben dann so ein bisschen so nach hinten geguckt, was hat das Jahr gebracht. Welches Video ist extrem gut gelaufen, welches ist gar nicht gut gelaufen. Auch den Umsatz werde ich hier mit bereitstellen, weil alles, was ich einnehme in dem Kanal, ich ja spende und nichts für mich selber behalte, obwohl ich es noch versteuern muss. Und da finde ich, habt ihr einen großen Teil dazu beigetragen. Den größten eigentlich, und dementsprechend bin ich euch das, glaube ich, schuldig, auch wenn der eine oder andere sagt, das bin ich nicht, ich finde schon. So, schauen wir mal. Ich habe mein Pad dabei, also nicht wundern, weil ich kann mir das alles nicht merken. Und jetzt müsst ihr es bloß noch finden auf die Schnelle, da haben wir es ja. So, fangen wir mit der ersten groben Übersicht an. Wenn ich diese grobe Übersicht finde. Ich habe, das ist so der Schnellübersicht, über 2 Millionen Minuten Wiedergabezeit in den letzten Jahr, also im Jahr 2019 gehabt. Und das ist extrem viel. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ziehe ich meine Mütze, auch wenn es kalt ist an meinem Kopf. Das habt ihr euch verdient. Über 2 Millionen, also 2.184.632 Minuten wurden meine Videos geschaut. Völlig, für mich völlig unbegreiflich, dass man über 2 Millionen Minuten meine Filme anschaut. das ist lieb von euch. Dankeschön. Und nur das wurde im Endeffekt, oder das ist für mich eigentlich, viele sind es die Daumen nach oben oder die Abonnentenzahlen. Für mich ist das eigentlich das Wichtigere, dass ihr meine Videos anschaut. Was helfen mir Daumen nach oben, wenn keiner die Videos sieht? Gibt es ja auch. Durchschnittliche Wiedergabedauer, da bin ich extremst stolz drauf. Weil ich habe jetzt knappe 200 Videos drauf, also ich glaube 190 oder 195 und sowas. Und das ist schon extrem gut. Die durchschnittliche Wiedergabedauer ist extrem gut, weil die sind bei fast 7,5 Minuten.
Und wer weiß, oder wenn ihr wisst, wie lange das meine Videos gehen, dass ganz wenig unter 7 Minuten gehen, sondern die meisten eigentlich immer so 15 Minuten, 20 Minuten, teilweise noch länger, das Video wahrscheinlich auch, dann ist es schon extrem befriedigend für mich. Ich glaube, die normale Durchschnittsdauer von vielen YouTubern ist um die 4 Minuten. Und dementsprechend macht mich dieser Wert extrem stolz. Danke hierfür, auch hier einmal die Kappe. Das hat der Niki Lauda immer gemacht, gell? Ja. Gott hab ihn selig, weil den gibt es ja seit dem Jahr nicht mehr. Aufrufe habe ich dieses Jahr 293.000 gehabt. Wow, also 293.000 Mal wurde auf mein Video geklickt, aktiv. Und ob er dann angeschaut worden ist oder nicht, das Video, das ist wieder was anderes. Aber die Wiedergabedauer und die Wiedergabezeit spiegeln das eigentlich schon, dass sehr viele Leute meine Videos aktiv anklicken und dann auch dabei bleiben. Was mich echt wundert, echt. Also, aber super schön, Dankeschön, freut mich sehr. Der geschätzte Umsatz sind hier $674. Da komme ich dann noch drauf, das stimmt so nicht. Weiter geht's mit den Abonnentenzahlen. Wie gesagt, ich habe über 3650 Abonnenten jetzt. Aber dieses Jahr sind dazugekommen 1602. Weggegangen sind 356. Ist so passiert, nicht jeden kann man halten. Gut ist, dass so wenig ist. Die Fluktuation ist schon, ja, Tendenz mehr nach oben als nach unten. Und das ist schon mal sehr gut. Manche macht einfach auch zum Jahresschluss, weil der ist jetzt in den letzten Tagen ist ein bisschen runtergegangen, macht zum Jahresschluss ein bisschen auf seinem YouTube-Kanal sauber und werden halt viele Kanäle einfach einmal deabonniert, weil man sagt, ne, interessiert mich jetzt nicht mehr so oder ich stehe jetzt momentan auf einem anderen Technikkanal oder auf andere YouTuber, kein Problem, 356 sind weggegangen. Übrig bleiben dann im Endeffekt 1246, wobei das auch wieder eine grobe Schätzung ist, weil da oben steht, falsche Angaben für einige Daten 1. Januar bis 25. November. Was auch immer das heißt, das steht jedes Jahr dort. Scheinbar kriegt das YouTube nicht auf die Rolle. Weiter gibt's, machen wir weiter mit der Wiedergabezeit der einzelnen Videos. Und zwar stehen hier, seht ihr es ja, wie die Videos heißen. Die Wiedergabezeit in Minuten habe ich also so sortiert, dass der höchste nach oben ist. Und da haben wir 144.708 Minuten für Vergleichskosten für Neuwagen. Diesel gegen E-Auto. Das war das Heul-Video, wo ich da so geheult habe. Das ist am meisten angeschaut worden. Letzte oder dieses Jahr oder nicht am meisten, sondern am längsten angeschaut worden. Man sieht da hier den geschätzten Umsatz und YouTube Premium Umsatz und so weiter. Also das sind geschätzte Zahlen. Wie gesagt, da komme ich dann noch später drauf. Zweite längste Video, was geschaut worden ist, das war die Greta Thunberg heißt ja die, macht uns Angst. Sehr vielen scheinbar, weil das sehr lange gesehen worden ist. Das war das erste Video von meiner Bank da oben, wo ich jetzt gerade war. Aber da war es mir einfach zu schmutzig und zu kalt, weil da die Sonne nicht hinscheint. Und da möchte ich ja nochmal ein anderes Videoformat rausbringen. Fokkers oder Fokkerchens Bankgeheimnis. Und da wird immer ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert. So was mich ein bisschen so auch außerhalb der E-Blase interessiert und mir Sorgen macht oder auch was mir besonders gut gefällt. Solltet ihr das wollen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, dann werde ich das auch ein bisschen forcieren. Ich habe drei Bänke, einmal diese Bank, einmal die Bank in Kastel, oben am Freibad. Da sitze ich auch immer recht gern. Und eine Bank ist zwischen Schmidt-Mühlen und Grob-Allersburg. Da ist man auf der rechten Seite auf so einer Erhöhung eine Bank. Und da sitze ich auch immer ganz gern und sinniere so vor mich hin. Und das wird wahrscheinlich auch mal in Videos kommen. Vor allem, wenn ich mit dem Motorrad fahre, macht das halt sehr viel Spaß.
Platz 3 mit 89.900, also fast 90.000 Minuten, ist der E-Bike-Umbau von oder mit Sengler. Das ist ein Video, das finde ich extrem spannend und scheinbar ihr auch. Und das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, glaube ich. Das war vorletztes Jahr, habe ich das gedreht und das läuft immer noch sehr gut. Also man sieht es dann auch in den anderen Statistiken, wie das ausschaut, dass man im Endeffekt dieses Video sehr oft schaut. Also scheinbar ist ein E-Bike-Umbau sehr interessant. Nicht nur von Leuten, die den Kanal besuchen bzw. abonniert haben, sondern auch durch Zufall wahrscheinlich E-Bike-Umbau und so weiter. Und da wird es mittlerweile schon ziemlich hoch stehen und da einfach mal drauf drücken, finde ich gut. Man sieht auch hier im geschätzten Umsatz, dass es eigentlich geschätzter Umsatz, dass es eigentlich einen großen Anteil von diesem Umsatz bringt in dem Jahr. So, dann gehen wir weiter mit Aufrufen. Da haben wir wieder das Video E-Bike-Umbau mit Sengler mit 21.000 Aufrufen. Es ist extrem viel, vor allem der Unterschied zum zweiten Video ist ja gutes Doppelte. Also ist dieses Video scheinbar, nicht nur scheinbar, das Video ist beliebt und das finde ich toll, weil ich das einfach mal so nebenbei aufgenommen habe, im Übrigen auch auf dieser Straße da, wo ich dann im Berg raufhechel. Es kommt nächstes Jahr nochmal ein E-Bike auf mich zu und dann werde ich eventuell mal Vergleichsvideos machen, weil ich mit dem E-Bike jetzt auch dann im Sommer nächsten Jahres, also im Hochsommer, wenn es in der Früh schon hell ist, auch damit in die Arbeit fahren will. Das sind 21 Kilometer einfach, ziemlich bergig bei uns und deswegen mache ich das mit dem E-Bike und nicht mit dem normalen, weil der erste Berg, der gleich da hinten ist, Richtung Schwenteröd, wenn ich da in der Früh losfahre, dann kann da oben dann eine halbe Stunde später der Rettungshubschrauber landen und mich gleich ins Krankenhaus fahren. Oder vielleicht in die Arbeit fliegen, mal schauen, das wäre auch nicht schlecht. Aber von der Kondition schaffe ich das nicht ohne E. Dementsprechend wird noch ein zweites E-Bike kommen, allerdings ein Straßenbike. Zweiter Platz ist Hyundai Kona Electric Fazit zur Probefahrt. Die habe ich im, ich glaube, Februar, irgendwann nochmal gedreht, also ziemlich am Anfang vom Jahr. Und das war im Endeffekt ein Fazit. Das war nicht eine Probefahrt, wo man dann so richtig testet, sondern das war ein Fazit, weil ich kurz vorher mal Probe gefahren bin. Und aufgrund von diesem Video, beziehungsweise aufgrund von diesem Event, haben wir uns dann auch den Kona EV Electric gekauft. Nummer 3 ist Vergleich Kosten Neuwagen Diesel gegen E. Mein Heulvideo ist auch sehr oft geklickt worden und, was mich total wundert, kann Deutschland überhaupt was? Es wundert mich, dass dieses Video so extrem auch oft geklickt worden ist, weil das war ein reines Rage-Video. Ich kann mich nur erinnern, ich war damals beim André von Fair und haben wir dann so ein Frühstück, EV-Frühstück gemacht und bin dann heimgefahren und wollte dann eigentlich nochmal laden. Und bin an diesem Ladepunkt vorbeigefahren und dann ist wieder mal eine Ladesäule nicht gegangen. Ich bin dann noch heimgekommen, es war alles überhaupt kein Problem, aber wenn man das eben nicht mehr kann, dann kocht es in einem hoch und dann wird es ungemütlich und so war auch das Video. Ich habe mich da ein bisschen auslassen im Nachhinein. Boah, tut mir das Video leid eigentlich nicht, weil es genauso gemeint ist, wie ich es gesagt habe, dass Deutschland immer weiter abgehängt wird. Aber da hat ja der Stefan von 404 Volt jetzt gerade ein Video rausgebracht und ich werde dann auch noch Fockerchens Bankgeheimnis auch so ein ähnliches Video machen, aber nochmal ein bisschen eine andere Ansicht haben. Genau, dann haben wir, gehen wir weiter mit die mag ich Daumen rauf, mag ich nicht Daumen runter Bewertung. Und zwar, kann Deutschland überhaupt was, ist da auf Platz 1 mit 1283 Daumen nach oben und 71 Daumen nach unten. Es ist ein riesengroßer Unterschied, die Differenz ist mächtig, ja. Über 1200 Daumen mehr nach oben und das ist schon extrem. Warum ist das so viel? Kann man jetzt natürlich sagen, ihr seid der gleichen Meinung wie ich, habt entweder die gleichen Erfahrungen gemacht oder habt diese Erfahrungen noch nicht gemacht, aber seid trotzdem der Meinung, dass das so stimmt.
für ein Rage-Video nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich so nicht gedacht, war auch so auch gar nicht gedacht, wie ich das gefilmt habe. Es war einfach nur, ich habe halt mit wem reden müssen, meine Frau war nicht dabei, die einen Anschiss abgekriegt hätte, also war es quasi ihr. Und das ist recht erfolgreich, muss ich sagen, mit 1283 Daumen nach oben. Ins Platz 2, Greta Thunberg macht uns Angst. Focke hier ins Bankgeheimnis Teil 1 war das ja. Und das hat 886 Daumen nach oben gebracht, aber auch 58 nach unten. Sehr emotionales Thema und wird auch in der Gesellschaft sehr hoch gekocht. Ich kenne unglaublich viele Leute, die über die Greta schimpfen. Das Thema hatten wir in dem Video schon mal, oder habe ich in dem Video schon mal ein bisschen ausklabüstert. Momentan, meines Erachtens, wird es momentan alles ein wenig übertrieben. Alles wird in CO2 gerechnet. Wenn man ein Vollbad nimmt, es kostet es so viel CO2. Wenn man böllert, kostet es so viel CO2 und so weiter. Also man kann es übertreiben, man sollte aber schon sich Gedanken machen. Und der Weg geht dahin. Das Problem ist bloß, dass halt wieder auch wieder von der Politik und auch von den Medien halt völlig übertrieben wird und man im Endeffekt nicht mal mehr schnaufen darf, ohne dass man das vorgerechnet kriegt, dass es CO2 produziert. Am besten ist, sollte man alle Suizid begehen, dass es kein Mensch mehr gibt und dann erholt sich die Welt auch wieder schneller. Sollte man natürlich nicht machen. Und wenn, dann sollte man seine Gründe haben. CO2 wird es nicht sein. Dann Platz 3, das gefreut mich, ja, und zwar extrem, und zwar, das war mein Musikvideo. Das ist eh von Motherfucker. Ja, das bin ich. Ja. Mein Musik-Ich. Und da habe ich ja lange überlegt, ob ich das mache und wie ich das mache. Und es hat auch unglaublich lang gedauert, bis ich das Video dann fertig gehabt habe, ein guter Dreivierteljahr. Ich habe da die Musik selber geschrieben. Ich habe erst mal so ein bisschen überlegt, was mache ich denn. Ich habe die Musik komponiert, ich habe den Text geschrieben, ich habe es gemischt, ich habe es gemastert, ich habe es umgesetzt in Videoclips, ich habe es dann geschnitten und synchronisiert und dann habe ich es auch mal rausgebracht. Und es kam auch sehr gut an mit 882. Da auch danke dafür. Natürlich, der Künstler verbeugt sich vor dem geneigten Publikum. Dankeschön. Wobei ich kein Künstler bin. Ja gut. Hat euch aber sehr gut gefallen. Dann geht es weiter runter. Vergleich Kosten, Neuwagen, Dienst, Diesel gegen E-Auto, das Heulvideo. Zurück aus der Zukunft, Mobilität 2049, war ganz gut. Ist auch gut angekommen, weil ich ja mir auch ein bisschen mehr Mühe gemacht habe mit dem Video, mit dem Intro ein bisschen. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es natürlich auch anschauen. Dafür kriege ich im Übrigen kein Geld, weil lizenziert die Musik im Hintergrund spielt. Dafür kriegt Warner Brothers das Geld. Also, ich unterstütze Warner Brothers. Ich finde mich toll. Dann mal sind wir bei den Mag-ich-nicht-Bewertungen. Und da ist eigentlich eine ähnliche Auflistung. Kann Deutschland überhaupt was? Auf Platz 1 mit 71 Daumen nach unten, weil ja, ihr da wahrscheinlich auch recht habt. Ihr seht es halt nicht so oder ihr fandet das Video nicht gut. Ist für mich völlig akzeptabel. Greta Thunberg macht uns Angst mit 58. Wie gesagt, sehr emotional. Ist schon ein bisschen auf Konfrontation gegangen, das Video. Und das spiegelt sich auch hier mit ein. Walter Röhrl bringt Fakten zur E-Mobilität. Da habe ich mir ausgekotzt gegen Herrn Röhrl, dass er einfach keine Ahnung von dem hat, was er sagt. Er mag gut im Kreis fahren und gut im Gelände rumfahren, aber von dem hat er scheinbar keine Ahnung. Aber es muss ihn jedem kundtun und dementsprechend wurde das auch sehr oft negativ bewertet. Jetzt, glaube ich, kommt ein Bulldog und den lassen wir auch erst vorbei. Weg ist er, der Landwirt mit dem Fendt. Ja, Dorf. Aber ich liebe es. Ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen, ehrlich gesagt. Dann kommen wir zum geschätzten Umsatz. Da muss ich dann noch was sagen dazu. Und zwar, E-Bike-Umbau Sengler hat das meiste Geld in den Kanal gespült mit sagenhaften $52. Danach kann Deutschland überhaupt was mit $36 und dann Vergleich Kostwagen, Vergleich Kosten neu für Neuwagen, Diesel gegen E. Ist ganz klar, dass wenn ein Video oft geklickt wird, dann natürlich auch
dementsprechend die Werbung vorher läuft und da natürlich auch dann Geld ja, kreiert wird. Aber auch die Wiedergabezeit ist extrem wichtig. Das heißt, wenn einer wirklich nur mal kurz anklickt und das Video dann wieder ausschaltet oder so, dann ist es so, dass das anders berechnet wird, als würde das Video komplett angeschaut werden. Ist auch gut so, kein Problem. Und ich habe extra noch, andere Kanäle machen es mittlerweile nicht mehr, aber ich habe extra noch überspringbare Werbung gemacht, weil ich ja damit keine Millionen machen will, sondern Milliarden. Nein, Quatsch. Nach 5 Sekunden kann man das, die Werbung überspringen. Das werden die meisten von euch machen, aber einige auch nicht. Und je länger man die Werbung anschaut, umso mehr Geld kriegt dann der Kanal. Und wenn man zum Beispiel sogar noch auf die Werbung klickt und da mal reinschaut, dann kriegt der Kanal sogar noch mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das machen sollt, aber nur Hintergrundwissen halt, dass ihr das im Endeffekt auch wisst, wie das funktioniert. Eventuell wisst ihr es schon, aber für die, die es nicht wissen, so wird im Endeffekt ein Kanal finanziert. Und mit dem Geld kauft man sich halt im Endeffekt irgendwelche Sachen für einen Kanal. Bei mir wird alles gespendet, komme ich dann noch drauf. Greta Thunberg macht uns Angst, hat ja, knappe 20 Dollar gebracht und so weiter. Jetzt sind ja hier Dollar und geschätzt. Ich habe nämlich hier die nächste Seite im geschätzten Umsatz. Da habe ich 674 Dollar und 96 Cent. Das sind US-Dollar, müssen ja umgerechnet werden auf Euro. Und das sind umgerechnet, waren es, ich habe eine extra Seite, wo die ganzen Einzahlungen drauf sind. Ich kriege so alle 2 Monate ungefähr einen Betrag. Du kannst den festlegen, wie groß der Betrag ist. Du kannst sagen, ich möchte nach 50 Euro schon ausbezahlt haben, ich möchte nach 100 Euro ausbezahlt haben und so weiter. Ich habe, ich glaube, 150 Dollar eingegeben und dann wird das in Euro überwiesen. Und zwar sind es meistens dann so um die 110, 117 Dollar, Euro. Und man kommt grob hin, dass alle 2 Monate, manchmal alle 3 Monate was überwiesen wird. Dieser Umsatz ist geschätzt und der ist sehr, sehr grob geschätzt. Also selbst für YouTube ist der extrem grob geschätzt. Ja, ich weiß nicht, auf was es beruht, dass man sagt, ja, wir haben hier vielleicht noch, wird noch geschätzt, wie viel noch reinkommen könnte aufgrund der Klicks, die man gehabt hat, und wird es nach vorne ein bisschen simuliert und dann heißt es vielleicht am Monatsende oder Jahresende hast du diesen Umsatz oder halt ungefähr. Deswegen glaube ich, wird es eher so sein. Der geht über das ganze Jahr. Man sieht schon, dass am 15.09. extrem viel reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, was es für ein Video war. Wenn ich es finde, schreibe ich es noch oben hin. Könnte sogar gewesen sein, dass es das E-Video war. Geschätzter Umsatz 674 Dollar, also 675 Dollar, sind laut meinen ja, Auszügen 565 Euro gewesen in dem Jahr. 565 Euro auch wieder geschätzt. Weil 565 Euro sind ja nicht überwiesen worden, sondern gute 500 Euro sind überwiesen worden. Und die 65 wären erst überwiesen, wenn ich da die 150 Dollar voll habe, komme ich die 65 mit dazu. Das wird dieses Jahr aber nicht mehr passieren, sondern nächstes Jahr. Also werden die dann in die, ja, nächstes Jahr einfließen. Also ich sage mal grob 500 Euro, den das Jahr verdient. Wobei das nicht stimmt, weil es ist der Umsatz. Verdient habe ich es nicht, weil ich muss ja versteuern. Ab 410 Euro muss ich es ja versteuern. Ich weiß nicht, was es ausmacht, aber ich schätze, um die 50% werde ich zahlen müssen. Das heißt, 250 Euro netto bleiben übrig. Und ich habe aber die kompletten 500 Euro, die ich als Umsatz gehabt habe, gespendet. Und zwar gehen die Spenden an Hope for Paws. Hier. Das ist eine Organisation, die ja, Tiere aufsammelt, Katzen, Hunde, alles Mögliche, die irgendwo verrotten und irgendwo misshandelt werden und die wieder aufpäppelt und dann weiter, ja, dass man die adoptieren kann. Das ist in Amerika, das wird es in Deutschland wahrscheinlich auch geben, sowas ähnliches. Ich schaue mal, wenn ja, schreibt es mir unten hin. Würde mich interessieren, ob es so einen Kanal gibt, weil dann spende ich lieber einen deutschen Kanal als einen amerikanischen.
eigentlich ist egal. Die Tiere können am wenigsten dafür, dass sie schlecht behandelt werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, spende ich da 100 Euro. 100 Euro spende ich an Save the Children. Auch im Jahr. Und weil da geht es also um Kinder in Kriegsgebieten zum Beispiel. Wobei ich ja sage, wir haben genug Kinder auch hier in Deutschland, die eigentlich Hilfe brauchen. Dann Deutsche Luftrettung wird gesponsert mit 100 Euro im Jahr. Da habe ich selber noch keine Erfahrung damit. Da hat meine Frau gesagt, sie will das machen. Ist okay. Dann haben wir noch die Johanniter, da nochmal 100 Euro im Jahr. Und dann das Deutsche Rote Kreuz mit 100 Euro im Jahr. Ich muss es nicht machen, aber ich mache es gern, weil das Geld so oder so nicht langt, dass ich mir jetzt irgendwas Tolles dafür kaufen könnte. Und das, was ich mir kaufe für den Kanal, wie mal eine neue Kamera oder das Mikrofon oder ein anderes Stativ oder sowas, das denke ich mal, geht so auch noch, ohne dass man auf dem Hungertuch rumknabbern muss. Ich würde sagen, das war's. So, habe ich noch was Interessantes? Nein, das war's. Klappe. Für den ganzen Aufwand, den ich da betreibe, finde ich ganz besonders wichtig die Wiedergabeminuten über 2 Millionen, die durchschnittliche Wiedergabezeit von 7,5 Minuten. Das macht mich richtig stolz und dafür möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken. Danke für die Treue, auch für die Leute, die nicht abonniert haben, kein Problem. Viele können nicht abonnieren, weil sie kein eigenes YouTube-Konto haben. Da müsste man sich ja anmelden vorher, dass man abonnieren kann. Und das ist aber okay. 63% der Videos werden von Leuten angeschaut, die kein Abo haben. Und der Rest wird von Abonnenten angeschaut. Abonnentenzahlen macht nichts aus. Die ersten 1000 sind wichtig, dass man im Endeffekt Werbung schalten kann. Dadurch findet YouTube den Kanal wichtiger als vorher und dann wird er ein bisschen höher gestuft im Ranking und dann kommt er irgendwann mal, also nicht mit 3600 Abonnenten, aber vielleicht in die Top 100 mal rein, dass man mal sagt, ein Video von ihm und dann werden die Leute aufmerksam auf den Kanal und dann kommen mehr Leute auf den Kanal. Aber Abonnenten, ob man jetzt 3600 hat, 7800 oder bloß 2000, es macht eigentlich keinen Unterschied. Wichtig sind die Klicks und natürlich die Wiedergabezeit. Je mehr Abonnenten das man hat, umso mehr wird man natürlich akzeptiert. Und zwar, wenn man irgendwo zum Autohaus hingeht und sagt, ich möchte eine Probefahrt machen und ich möchte es gerne auf YouTube machen, da ist es natürlich ein Unterschied, wenn man mit 3000 Abonnenten kommt oder mit 40.000 Abonnenten, dann ist natürlich der Unterschied nochmal größer, weil da die Reichweite auch größer ist für denjenigen, der das halt sponsert oder mitnimmt. Also deswegen tut sich da ein kleiner Kanal schwerer. Ich habe auch in diesem Jahr weniger Abonnenten dazu bekommen wie im Jahr davor. Also bei mir ist die Kurve nicht exponentiell nach oben, sondern eigentlich schwingt immer so in einer Wellenlinie, wie eigentlich das Leben auch so schwingt. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Yin und Yang sind bei mir auf dem Kanal immer vorne mit dabei. Ja, auch wenn die Aussage jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Lasst es krachen und wenn nicht, lasst es nicht krachen. Wenn ihr böllern wollt, böllert. Und wenn nicht, böllert nicht. Ich werde dieses Jahr nicht böllern, genau wie letztes Jahr, weil ich die 60 Euro eigentlich lieber spende. Früher habe ich geknallt, heute lasse ich knallen und schaue mir das halt an. Egoist, gell? Ja, aber es funktioniert so auch. Ich mache es nicht wegen der Umwelt, sondern einfach, weil es mir einfach nicht mehr so gefällt, selber was hochzujagen. Und wenn, dann soll es im großen Stile sein. Nächstes Jahr wird sich ein bisschen was verändern im Kanal, das ist schon mal sicher. Also nicht in dem Kanal, ich überlege, ob ich einen Zweitkanal aufmache, aber dazu später mehr.
Wer das jetzt angeschaut hat, das Video, und gute, keine Ahnung, 30 Minuten oder ein bisschen über 30 Minuten schon angeschaut hat, zum Schluss nochmal danke dafür. Gutes neues Jahr, guten Rutsch, und wir sehen uns dann im Januar wieder mit einem Video über meine Solaranlage. Servus, sagt Locker, euer Volker.